Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. We love the game, das ist unser Motto. Und Putten ist ein wichtiger Teil dieses Spiels. Dadurch, dass der Ball auf einem natürlichen Untergrund rollt, ist es teilweise Glückssache, ob er gelocht wird oder nicht. Es reicht schon eine Spike-Marke, um einen perfekten Putt neben das Loch rollen zu lassen. Aber jeder kann gut putten oder es lernen, da es nur drei wesentliche Faktoren gibt, die jeder beeinflussen kann. Erstens das Setup, also die Ansprechposition. Zweitens den Griff. Und drittens das Tempo. Das Setup entscheidet über den Erfolg der Bewegung, ohne dass sie einen Putt gemacht haben. Das Motto lautet fehlerfreier Start. Ein wiederholbares Setup sieht folgendermaßen aus. Das linke Auge befindet sich über dem Ball. Die Körperlinien sind parallel zur Ziellinie und die Hände hängen seitlich unter den Schultern. Dazu sollten Sie den Putter immer gleich greifen. Die linke Hand greift oben an den Griff und der Schaft liegt dabei in der Handfläche. Die rechte Hand liegt unterhalb der linken Hand, wobei der rechte Daumen über dem linken Daumen liegt. Der rechte kleine Ring- und Mittelfinger liegen unterhalb der linken Hand, direkt am Griff. Der linke Zeigefinger legt sich über diese drei Finger. Und zu guter Letzt ist das Tempo wichtig. Es gilt die Faustregel, ein Drittel ausholen, zwei Drittel durchschwingen. Für alle Putts zwischen einem und 10 Metern. Beherzigen Sie diese drei Grundregeln und Sie werden mehr Spaß am Putten haben und erfolgreicher Golf spielen.